Da wären wir wieder. Da wären wir wieder in der wunderbaren Welt von Splatoon, wollte ich sagen, nein, von Metroid. Ja, wir haben letztes Mal uns die Röhre haben wir geöffnet und jetzt müssen wir unter Wasser ein bisschen entlang laufen und mal schauen, wie wir hier vorankommen, weil ich habe noch gar keine Ahnung, was wir hier machen müssen. So. Ja, dann war es das wohl mit Omel. So, komme ich da überhaupt hoch? Ja, oh Gott sei Dank. Ja, unter Wasser ist man leider ein bisschen nicht so windig. Ja, ich habe. Oh, Musik ändert sich, sehr interessant. Oh, shit, shit. Ja, unter Wasser ist halt auch sehr viel anderes los. Ah, was macht der denn da? Ah. Na, gab heute doch spontan Stream. Und ich habe überlegt, wir spielen heute ein bisschen Metroid und später ein bisschen Splatoon. Ich muss ja immer noch die Level erholen. Katalogstufe da. Metroid, ja. Ah, so geht das auch, alles klar. Ah, ja. Liebe ist, wie das Spiel Atmosphäre aufbauen will und dann kommt so ein Ah! Hey. Ist doch wieder so ein Renntunnel, oder nicht? Nee, doch nicht. So. Ah, der Bereich, okay. Oh, guck mal, ist alles so sehr interessant gemacht. Alter, wie fährst du denn hier los? Oh. Zuerst mal gucken, was hier alles da ist. Oh. Zerstören das Spiel bitte nicht. Ich mag das Spiel. Also ich muss eher echt sagen, jedes Mal, wenn ich Metroid spiele, denke ich mir, Alter, warum spiele ich die nicht so oft? Ich liebe die Metroid-Spiele. Ich finde die so geil. Hier sind wir wieder, okay. Gehe ich erstmal rechts rum? Nein, hau ab! Okay. Dachte, hier könnte irgendwas noch. Ach, shit. Ich hätte gedacht, hier wäre noch irgendwas versteckt. Oh, nö. Jo, alles klar. Okay, ja, kann ich noch irgendwas Schönes erzählen? Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade. Aber ich glaube nicht. Okay, das ist nur ein Moment, hä? Okay. Irgendwas jetzt falsch gemacht? Bei dem einen falle ich doch einfach nur runter wieder in das andere Level, aber ich muss doch hier irgendwie. Oh Gott. Welcher Metroid-Teil ist das? Super Metroid, also der dritte. Metroid 3. Also Metroid habe ich. Die meisten, also viele schon gespielt. Also von den 2D habe ich, glaube ich, jeden außer den zweiten. Ja, aber ich komme doch hier dann nicht mal raus. Da oben komme ich auch nicht. Sieht cool aus, richtig oldschool. Ja, ist für die Super Nintendo erschienen. Kannst du auch auf deiner Switch zocken ja, bei dem SNES-Ding. Ich finde die Spiele wahnsinnig geil. Nämlich gerade an NES Remix 1 und 2. Stimmt, da gab es ja auch Metroid, ja.
Aber Metroid 1 mag ich nicht. Den Teil mag ich überhaupt nicht. Den müsste ich aber auch mal spielen. Super Metroid habe ich schon auf der SNES Mini gezockt, aber leider nicht auf der... Wir spielen jetzt gerade die Wii U-Version. Und irgendwann spielen wir auch mal das Original, wenn ich das mal kriege. Ja, genau. Und hier sind wir wieder hier gelandet. Und da kommt man leider nicht mehr hoch. Ja, gut. Heißt das jetzt, wir können da noch nichts machen? Also würde ich das jetzt interpretieren eigentlich? Ich guck trotzdem mal. So. Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube aber, dass bei Remix den anderen Teil war. Stimmt das? Ja, ja, genau. Also das war der erste und das ist der dritte. Also der zweite erschien für den Game Boy. Und der dritte erschien für den, die SNES. Und dann gibt es Teil 4, das erschien für den Game Boy Advance. Und der fünfte erschien ja jetzt erst für die Switch. Und dazwischen gibt es natürlich noch ein paar andere Teile. Was mache ich hier für einen Scheiß? Ah, nicht springen und dann... Nicht steuern und dann springen. Ah. Was passiert so ein Mist? Wassersteuerung. Oh, ich hoffe, wir kriegen den Anzug, dass es besser geht. So. Aber NES Remix möchte ich auch unbedingt noch streamen, ne? Okay, ich glaube, da komme ich echt noch nicht hoch. Nein. Also hier geht's noch nicht. Ich wollte nur mal rechts rumgucken. Ich finde halt Metroid mega cool, weil die Spiele so verdammt atmosphärisch sind. Es ist echt geil. Auch wenn das gerade ein bisschen... Und es ist sehr viel erkunden und so. Aber ja. Gut, dann kommt ja Eisklammer, so der Eiswolf. Exitebite. Oh, ja, Exitebite finde ich doch okay, aber Eis... Ach nein, Eisklammer, das mag ich gar nicht. Hey, das Boxkampfspiel ist voll gut, das ist mein Lieblings-NES-Spiel. Punch-Out. Ich liebe Punch-Out. Doch, man kann rechts entlang. Okay. Ich dödel. Ne, mein Lieblings-NES-Spiel ist wirklich Punch-Out. Ja, ich find's cool. Also das ist das Einzige, was ich auch gut kann. Außer vielleicht Mario 1 oder sowas. Aber der Rest, ich wüsste jetzt. Die meisten NES-Spiele finde ich halt viel zu veraltet, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, immer noch unter Wasser. Ja, hier muss man aufpassen. Und ich, genau jetzt passiert das. Oh, hier kommt man so scheiß wieder raus. Geschafft. Komm raus. Nein, was mache ich da? Lass hoch. Klu-Klu-Land? Nee, Klu-Klu-Land mag ich auch nicht. Da mag ich die Steuerung nicht. Ach komm. Ist das überhaupt möglich? Ja, irgendwie schon. Oh nein, bitte lass das nicht hier der Gegner sein. Okay. Ah, ich weiß, wo wir sind. Warte mal, komme ich nicht höher? Hallo? Achso, doch. Geht. Wollte gerade sagen. Hallo? Ich glaube, ich mache hier irgendwas falsch in diesen Stellen. Hallo? Oh Mann, warum komme ich hier nicht raus? Was soll das? Hallo? Wie, ich bin auf kurz vorm Sterben. Ich komme hier nicht raus, Spiel. Da, hallo? Ich stelle mich gerade, glaube ich, einfach dumm an. Hallo, spring doch da hoch! Okay, nochmal. Okay.
Ich komme nicht raus. Ich kann machen, was ich will. Hallo. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Nein! Was soll... Hallo! Okay, stimmt. Ich glaube, ich mache mich gerade hier zum Affen für viele, aber hey. Was soll da? Oder liegt das an den... Weil der Sand da... Wir soll doch nur da drü... Wieso konnte ich da vorne drüber springen, aber hier nicht mehr? Warte mal, kann ich das machen? Nee, das geht auch nicht. Jetzt hätte ich gesagt, dann könnte ich mich da irgendwie so ein bisschen hoch pushen. Das will das Spiel ja auch nicht. Nee, ich komme da nicht. Da, und jetzt bin ich schon wieder nach unten. Ich stelle mich gerade dumm an, ne? Okay, ich versuche mal was. Nee. Okay. Es tut mir leid, Leute. Ich bin dumm. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was mache ich hier? Moment. Okay, Moment. Ich bin anscheinend nicht der Einzige. Aber ich habe das Spiel doch... Okay, also das haben anscheinend viele das Problem. Aber ich habe das Spiel ja durchgespielt. Ja, nur manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Warum? Hä? Ich komme nicht... Ich komme nicht mehr hier raus. Bin ich blöd? Jan, ich mache hier irgendwas falsch. Ich habe das... Ja, nur wenn ich die spam... Da, das geht nicht. Spam geht nicht, dann gehe ich wieder rein. Ich muss gedrückt halten. Wandsprung geht hier sehr beschissen. Ich glaube, unter Wasser geht da auch gar nicht. Also online steht, ich muss mich halt hin genau das machen, was ich gerade gemacht habe. Genau, Wandsprünge ohne Gravity Suit funktionieren unter Wasser nicht. Nur immer, wenn ich hier hochspringen will, ist dieser eine Block da links, der mich da zurückhält. Nur warum ging es denn... da bei der anderen Stelle und hier nicht? Oder ist das da einfach nicht... Ach,
Hä? Okay, ich hab's rausgefunden. Ich hab's rausgefunden. Ich kann nicht in dem Sand hochspringen. Ich dödel. Okay. Wir haben's raus. Also das stand gerade übrigens nicht online. Da stand einfach nur, du bist blöd, so nach dem Motto. Also. Ich dachte schon, das geht nicht. Wieder raus. Scheiße. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Lass mich hier raus. Bitte lass mich hier raus. Okay, wir haben's. Sind diese Spiele ein Krampf? Ah! Hä? Nein, bitte lass mich hin. Okay. Der erste Tod. Bin jetzt einfach gestorben aus Dummheit. Einfach aus Dummheit sind wir gestorben. Also ich. Und nochmal. Muss ich wieder überlegen, wo das war. Da haben wir gar keinen Progress gemacht, aber hey, das gehört dazu. Ach komm, also die Unterwassersteuerung ist halt echt für den Arsch, aber nein, hä? Okay, Entschuldigung. Ich bin... Man merkt es wieder, ich bin wieder im Modus. Wenn eine Sache nicht klappt, klappt nichts. Ah, oh, komm wieder hoch. Ah, und nein. Oh. Okay. Kommen wir noch nicht weiter? Achso, das war richtig. So. Okay. Ich schaff das. Nein, da war ja noch einer. Ist das überhaupt so ein langer Tunnel? Ah, hi, Kitty. Na, was geht? So, so. So. Jetzt nicht unten rum, weil da kommen wir nicht mehr raus. Beziehungsweise, obwohl da war die Karte, ne? Egal, wir gehen rechts lang. Hau ab! Okay, also, wenn man sich ein bisschen schneller durch die Türen bewegt, dann springt er automatisch raus. Das missfällt mir ein bisschen. Ich liebe es. Wollten wir vorhin eigentlich Pizza machen, aber dadurch, dass ich noch streamen wollte, habe ich mir vorhin einfach nur Kartoffeltaschen gemacht. Jetzt gibt's später Pizza. Ich komme hier wieder nicht raus! Was ist das? Ah! Okay. Wollte eigentlich an PC, aber mein Vermieter bohrt. Ist so laut. Wieso bohren denn bei jedem momentan die Vermieter? Das höre ich irgendwie gerade. Von jedem. Oh. Kartoffeltaschen. Taschen. So in der Art, ja. So in der Art. Hey. Hey, Smizzy, lass los. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man hier reingeht, kann man runterfallen. Deswegen, das will ich aber jetzt gerade nicht. Nein. Warum? Lass mich hier raus! Ach, Mann!
Also der Treibstand ist halt echt eine nervige Stelle. Ich verstehe die auch nicht. Wer kam auf so eine beschissene Kacksdreck-Idee? Nein! Ach, Mann! Ah! Nein! Ich glaube, das war heute gar keine gute Idee, das Spiel zu starten. Also für die Leute, die Metroid heute zum ersten Mal sehen. Metroid ist noch ein bisschen mehr. Also, das ist... Okay, schon wieder nicht. Boah, Alter, jetzt geh doch da hin. Und das Vieh ist ja immer noch nicht tot. Hau ab. Danke, Spiel. Ich liebe dich auch. Ich bin wieder tot. Was soll das? Bring mich um, komm. Ich hab da keinen Nerv drauf. Wirklich nicht. Was soll das? Was? Da ich mich genauso aufrege, kann ich gleich die SO Nomario spielen. Mein Spiel ist 13 Jahre alt, sondern... Also, ja, du meinst ja nicht... Warte, ach ja, stimmt, du hast das ja auf dem DS installiert. Du weißt aber hier, Mario Land. Mario Land ist noch viel einfacher. Mario ist viel einfacher.